Salve, Diskibuli, ich habe mir gedacht, ich packe jetzt einfach mal ein bisschen die Fanpost hier aus, beziehungsweise die Zuschauerpost, keine Fanpost, weil ich keine Fans habe. Ein paar habe ich hier schon aufgemacht, weil hier war ich ziemlich gespannt, was da drin ist, und da ist ein Pinguin drin. Macht total viel Sinn. Trotzdem Dankeschön an Laura Lolli, stimmt, die Laura, die hat eine Fanpage, glaube ich, die Lollis Fanpage 6 oder so heißt ihre, also 6 als Zahl. So, das hier spricht mich schon die ganze Zeit ziemlich an, weil da ist auch irgendwas drin. Und ich stehe auf Sachen. Oh, ja, das ist schon auf. So. Ach du Schande. Ach du. Okay, ich glaube, ich muss ja jeden Brief ein Video machen. Was steht da drauf? Ein selbstgemachtes Razer-Maskottchen namens Tommy. Tommy. Das ist Tommy. Das ist ein Maskottchen. Warum? Weil es so aussieht wie ich. Hier haben wir den offiziellen Razer Pass, Name Tobi, Coolness, sehr viel Prozent, forever the best. Okay, hier gibt es ganz viele, oh, da ist noch was. Das ist krass, da fällt dauernd was Neues aus. So fühle ich mich, wenn du zurückschreibst. Oh, da ist auch Stalker-Bilder, wo ich bei dem YTD-Video dabei war, hat sie mich immer markiert. Sie war auf der Kammgarn. Sie hat irgendwelche Screenshots von Twitter. Ah ne, von Skype. Also sie hat sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. Tobi, du bist so wunderbar. Das merkte ich schon ganz früh. Oh ja. Von wem ist das Lied, hä? Das ist ein berühmtes Lied. Sommerhit 2014. Ah, steht sogar da. Sommerhit 2014. Schreibt mal in die Kommentare, von wem das Lied ist. Das ist in einem Video von mir zu hören, zu sehen. Und ich war es nicht. Oh, das Pigger Race. Dazu kann man sagen, erstmal Dankeschön, Selina, das ist echt ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Pigger Race kam. Das war, weil immer wieder welche gesagt haben, ob ich ein Einhorn bin oder ob ich Einhörner mag und so. Und dann habe ich gesagt, ich finde Einhörner blöd. Warum sollte ich so ein Dildo-Gedöns da vorne dran haben, wenn ich Flügel haben kann? Und deswegen bin ich lieber ein Pegasus. Und dann kam irgendwie der Name Pigger Race auf. Und das ist eine detaillierte Zeichnung des Pigger Races. Genau, exakt so sieht er aus. Sehr intensiver Brief und vor allem ganz viele Smileys drin. Ich habe wirklich so viel Mühe gegeben. Das Schlimme ist, sie hat ja einen Rückumschlag dazu geschickt, aber egal, was ich ihr zurückschicken werde, das kann nicht funktionieren. Das wird einfach nur eine Blamage sein, im Gegensatz zu dem Ganzen hier. Ich kann es. Okay, ich glaube theoretisch, dass das Video hier später kommt als mein Abo-Special auf einem anderen Kanal, aber ich habe jetzt gerade eben mit Daniel gesprochen, dass wir vermutlich da jetzt hinfahren. Quasi als Dankeschön. Weil der Brief ist echt mega krass. Und hier geht es immer noch weiter. Ich kann jetzt ja gar nicht alles zeigen, sonst würde das Video irgendwie 20 Minuten gehen. Aber sie hat so viel da reingepackt, so viel gezeichnet und so viel Love. Love? L-A-A-F. Das ist ziemlich crazy. Und die ganzen Bilder und das hier, eine detaillierte Nachahmung meines Gesichtes. Ich ziehe meinen imaginären Hut. Das ist wirklich krass. Ich krieg das nicht mehr da rein. So, der nächste Brief. Ach stimmt, nee, den hatte ich vorhin schon aufgemacht, weil da war auch was drin und das war sogar noch größer als das hier. Und da waren nämlich Kekse drin. Die hat mich nämlich vorher, glaube ich, auf Facebook gefragt, was meine Lieblingskekse sind. Dann habe ich gesagt Tux und dann sieht man die Tux zerbröseln. Stattdessen hat sie mir Cracker geschickt. Was ungefähr genau dasselbe ist wie Tux, aber ich muss sagen, der Brief ist echt einer der krassesten Briefe, wo ich jemals bekommen habe. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Das ist sehr, sehr viel Liebe steckt da drin. Und hier hat sie mir sogar noch einen Steckbrief dazu gemacht. Natürlich ein bisschen präpariert. Also sie hat geschrieben, Vorbild Race T. Ja, ja, das wäre ihr Vorbild. Lebenswunsch, dich zu treffen und so. Also ich glaube, das ist ein Steckbrief schon so ein bisschen an mich gerichtet, ne? Also kein genereller Steckbrief von ihr. So, wir machen es jetzt so, dass ich die restlichen Briefe jetzt mal in Ruhe lesen werde, denn ich fühle mich eben so ein bisschen unter Zeitdruck, wenn die ganze Zeit so eine Kamera auf mich gerichtet ist. Ich sage aber schon mal herzlichen Dank an alle, die mir bisher was geschickt haben. Meine Postfachadresse steht auch jetzt unten in der Infobox. Und ich freue mich wirklich über jeden Brief und ich antworte auch jeden. Ansonsten war es das erstmal von mir. Dankeschön fürs Filmen da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Tschüss.